Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 8, The Village. Es geht weiter in der Fabrik. In Heisenbergs Fabrik. Ich nehme an, das wird jetzt mal langsam mal bald Ende sich ergeben. Weil irgendwas labert der Vogel von wegen gibt gleich Zeremonie oder so ein Blödsinn, ne? Ich nehme an, die haben den die ganze Zeit verarscht, weil der hat ja gesagt, sie verarschen dich. Mann, schon wieder kein Schatten, ey. Das ist auch eine Verarsche. Weil das Mädchen, die wurde gar nicht in Teile zerlegt, das ist auch Blödsinn, ne? Das ist ja die Verarsche. Jeder hat von diesen Trottel ja, die Dinger gekriegt, das ist, ja, war halt eben die Verarsche. Okay, warum soll ich denn hier hin? Aus welchem Grund? Verstehe ich nicht. Komm ich da her oder nicht? Was ist das? Hier war ich doch schon drin. Schon mal. Warum bin ich hier wieder hergekommen? Was soll der Blödsinn? Platz habe ich noch genug. Ich würde mal gern hier. Pferd. Ich habe kein Pferd. Ne? Oder im Moment, ich muss, glaube ich, kann doch hiermit. Nein. Nicht dahin. Ich muss auf allererste, auf die allererste Etage, ne? Glaube ich. Oder war das hier? War das hier, wo ich... Da bin ich hochgeklettert. Da bin ich hier durchgekommen. Oh, Junge, halt doch mal die Fresse, ey. Ja, hier bin ich von dem Propellerman weggelaufen, ne? Das ist Blödsinn. Ich muss auf die erste Etage. Da kann ich doch hier die Schlüssel machen und die Kugel. Ja, die Kugel... Irgendwo konnte ich doch hier die Kugel machen. Ich weiß aber nicht wo. Ja, mal hier. Ja, sind wir doch. War die Kugel hier? Ich meine hier irgendwo. Ziemlich dunkel. Du sagst es. Jetzt plötzlich. Oder funktioniert hier das Ding jetzt nicht mehr? Weil ziemlich dunkel. Alter, wo war das? Toll. Mit den Dingern könnte man doch irgendwo herstellen. Und doch bestimmt wieder diese Soldaten, oder? Die Killer. Die Killermaschinen. Man, irgendwo konnte man doch das Zeug machen, oder? Ich habe keine Ahnung, wo.
Wahrscheinlich laufe ich wie immer in die fucking falsche Richtung. Wow. Alter, wo ist denn diese komische... Der komische Apparat, wo man das herstellen kann. Irgendwo hier. Da ist ja jetzt alles offen, ne? Da ist doch jetzt alles offen. Ja, so ähnlich wie der Raum war das. Okay, sind alle am Start, ne, jetzt. Scheiße, bin ich hier richtig, ey? Es war auf dem ersten Stockwerk, ich weiß es. Ansonsten würden hier jetzt keine Gegner sein. Na? Aber das hier ist nicht der richtige Weg. Nee, ich muss zurück. Oder? Komm, ich gehe nochmal. Geh den Weg nochmal ab. Scheiße, ey, verdammt nochmal. Wenn ich wüsste, wie man Karte anmachen würde, anmachen müsste. Nee, ist Blödsinn, ich komm schon gar nicht hoch. Ey, Karte, wirklich. Karte anmachen. Also kann ich doch nur Waffen wechseln. Nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man Karte anmacht, wirklich. Ja, Mist. Ja, was soll's. Da irgendwo hier muss man doch die Scheiße jetzt produzieren können. Okay. Ach Moment. Hier, oder? Oh oh. Wo will der hin? Schwachkopf. Genau, da ist das doch. Da ist das doch. Aber die Sache mit der Kugel. Schlüssel macht er mir jetzt. Aber die Sache mit der Kugel war doch auch irgendwo hier, oder? Gut, wenn ich jetzt Kugel nicht mache, ist auch nicht so schlimm, ne? Das ist ja sowieso, gibt's nur Kohle. Ja, Schlüssel. Und dann... Kugel. Ach, jetzt müsste ich... Ja, den Dicken wiederfinden. Im Aufzug. Ja, Kugel. Hier. Zum Teufel. Oh, das ist ja ganz krass, oder? Das ist ja ganz krass. Moment, Moment. Habe ich irgendwo eine Mine oder so? Oder zwei. Oh, shit. Shit. Mist.
Scheiß Nemesis, Alter. Gut. Der wäre jetzt auch erledigt. Ja. Ja, ist noch in Ordnung. Scheiße, ey. Gut. Das, ja, wäre auch. Der Dings ist aber hier, ne? Oder? War das hier? Ja, ich glaube schon. Er hat auch noch gesagt, ist. Noch einer, toll. Gut, man muss nur zielen können, ne? Dann geht das auch. Scheiß Viecher, ey. Gut, ich denke mal, wenn du hier jetzt nicht wirklich unendlich Munition hast, dann hast du ein Problem. Oder so. Hey, Kollege. Ja. So, zack. Zack. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Ja, jetzt tu mir mal ein bisschen den Magnum hier verbessern. Scheiße, reicht nicht. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Ja, mach mit Vergnügen. Kann ich hier irgendwas für die Schrotflinte tun? Nachladegeschwindigkeit. Magazingröße. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Schön für diese Hände. Hals und Beinbruch. So, jetzt müssen wir aber wieder nach oben. Diese Magnum, die ist echt gut. Absolut geiles Werkzeug. Das ist wie Broken Butterfly beim Resident Evil 4. No? Ja, jetzt habe ich aber scheiß Schlüssel. Aber hier so ein Schlüssel. Konnte ich aber noch irgendwo auf dem zweiten Stock einsetzen, oder? Scheiße, soll ich echt danach suchen? Soll ich echt danach suchen? Ist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Scheiße. Nicht gut. Oh. Prototyp, Modell, Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut. Aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nicht zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem überhitzt bei langer Laufzeit. Okay. Fazit: auf ganzer Linie ein Misserfolg. Gut, okay. Also bei langer Laufzeit ist er am Arsch. Durch dem eine Mine verlegen oder so. Scheiße, ich würde ja gern da Dings noch sammeln, also die Moment,
Ich hier irgendwas zu verkaufen, nur das Ding. Hätte ich speichern sollen. Ich gehe mal speichern. Für alle Fälle. Ich hätte gern die eine Tür geöffnet. Mit dem Schlüssel. Also Schlüssel habe ich noch, ne? Ja, habe ich. Ach, Mist. Ich weiß aber nicht, wo die Tür war. Ich meine, das war der zweite Stockwerk. Ja, ich mache den Propellertypen fertig jetzt, ey. Motherfucker. Ja, oh. Das sieht doch schon aus. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Wie gesagt, das kommt er her. Oh oh. Moment. Scheiße. Fuck. Wie kann ich denn an dem vorbei? Wo ist der Blödmann? Moment. Habe ich ihn getroffen? Verdammt. Verdammt. Whoa, whoa, whoa. Was zur Hölle macht der Schwachkopf? Alter, hier brennt ja alles mittlerweile. Wo ist er denn? Oh, Scheiße. Scheiße. Ja, okay, ich muss Arznei herstellen. Okay. Verdammt, der lebt ja noch. Was ist denn da?
Alter, wenn der brennt, dann kann man den ja gar nicht mehr kaputt machen, ne? Scheiße. Fuck. Oh. Ist nie wieder. Erledigt. Oh, Junge. Ich glaube, ich habe jetzt momentan nichts erzählt, ne? Oder? Ich war konzentriert in dem... Junge, wir haben hier den ganzen Raum zerlegt. Nicht schlecht. Ein cooler Kampf auf jeden Fall. Gut. Wenn das hier so krass war... Wird wohl der Heisenberg noch krasser sein, oder was? Gut, der Propellertyp ist tot. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich keine Probleme mehr. Ja, bis auf den Heisenberg. Verdammt. War aber cool. War echt cool. Warum hat er, sagt er denn jetzt nichts? Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückliche Kado-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Missstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Mycetin, habe ich auch schon mal gehört, im siebten Teil oder so, kann sie jeder Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Black Rose, wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Na, hat wohl nicht funktioniert. Zigarre. Ja, bestimmt verkaufen. Ja, also da kann ich hin. Was ist hiermit? Geht auch. Okay, scheiße. Timer wird gleich klingeln, Leute. Wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Das war ein langer Kampf, ne? Schatten gibt's, wunderbar. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Macht's gut und bis gleich. Tschüss.